Let's play. Und damit herzlich willkommen und moin moin, wir gehen hier ins Spiel zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir waren, wo waren wir denn beim letzten Mal? Boah, hier ist schon überall Lärm und Krach, super gut. Genau, wir haben hier, wow, wo kommst du denn hier, Alter? Junge, ist kein Zuhause oder was? Geh weg hier. Hatten wir nicht ein Stromproblem? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir hatten auf jeden Fall schon das zweite Förderband. Ach, ich habe eine nette kleine Sache vergessen. Nämlich, dass man bei Satisfactory immer speichern muss, bevor man rausgeht und das keine Autosave-Funktion hat. Scheiße! Das heißt, mein zweites Förderband ist noch nicht fertig. Na, bauen wir das halt nochmal. Meine Güte, daran soll es nicht hapern. Und hier ist auch noch kein Container dran. Na, scheiße. Da haben wir irgendwie 5 Minuten verloren. Meine Güte. Geht die Welt jetzt nicht von unter? Zack. So. So. Zack. Zack. Läuft das schon mal? Oder auch nicht. Der Container steht mal massiv falsch. Ah, Unfähigkeit am Abend. Herrlich. So. Jetzt müsste es stimmen. Wieder nicht. Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Ach, was weiß ich denn? Scheißegal. Ich glaube, da lege ich mich jetzt nicht mit dem Spiel an. Ist auch scheißegal. So. Das läuft. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal Strom. Und wir waren dabei, die zweite Trasse zu bauen. Zack. 2. 3. Und dann ist auch schon Schluss. Dann brauchen wir mehr Beton. Wieso kommt hier kein Beton an? Hallo? Ach komm. Muss ich das echt nochmal abreißen? Oh, ruckel, ruckel. Ruckelorgie. Nee, komm, den kann der auch nochmal weg. Tue ich mich nochmal schwer mit dem Container. Jetzt ist... Oh, ich krieg eine Macke, ey. Was ist denn hier los? So, und jetzt zieh zu hier. So. Jetzt steht er aber passig. Hoffe ich. Wünsche ich mir. Ich will es dir geraten haben. So, auf jeden Fall brauchen wir dann gleich noch einen Konstruktor. Das holen wir uns fix rüber. Dann sollten wir noch eine Platte hinkriegen. Zack. Und können wir schon Konstruktor bauen? Nee, da brauchen wir erst Metallplatten. Ist aber gar kein Problem. Wie schaut es hier aus? Oh, en masse. Aber jetzt steht hier alles still. In Ermangelung an Biotreibstoff. Genau, das Problem hatten wir beim letzten Mal auch. Daran kann ich mich noch erinnern. Zack. Natürlich nichts auf Tash, ne? Wie das so ist. Biomasse. Mach mal fertig. Oha. Ich immer wieder Holz ist geiles Zeug. Alter Vater. Zack. Haben wir schon wieder 3 Stacks. Gleich rinnen in die Hütte. Und in die auch. Haben wir auf jeden Fall genug Output. Und jetzt brauchen wir, genau, verstärkte Eisenplatten. Offensichtlich habe ich einen Stack voll, das heißt, ich brauche noch Schrauben. Und dann haben wir auch die Eisenplatten zusammen. So. Und wir brauchen eh noch mehr Eisenplatten, weil wir noch Fließbänder bauen. Tütüdü, das läuft wie ein Länderspiel. Na, 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 na. Eine komische Metapher vor jemanden, der kein Fußball guckt.
und das generell scheiße findet. Und der vor allem gerade wieder Beton braucht. Zack. Ach, das geht schön schnell jetzt. Zack. Zack. Hier haben wir auch noch einen flachen. Sag mal, Keule, was wird denn das? Ich glaube, ich habe mir einen Zoo gebaut. Ist auch geil, oder? Läuft jetzt da durch oder nicht? Hm? Der bumst mein Fließband, Alter. Ich mach dich weg. Ohne Scheiß. Ich habe da wenig Verständnis für so ein Verhalten. Ich versuche mir hier den Planeten untertan zu machen und nicht so ein Schnickschnack. So, Lagercontainer. Was? Guck mal ein bisschen schräg rüber. Das ist hier schön parallel ist. Dahin. Und dahin. Ja, das Schöne war, trotzdem ja jetzt. Ist jetzt eigentlich. Hier sammelt sich noch nichts. Das ist ja schon mal gut. Wieso eigentlich nicht? Ich bin immer wieder erstaunt, dass das Ding schnell genug ist, um das alles wegzuarbeiten. Aber gut. Lieber haben als brauchen, möchte ich mal sagen. So, dann. Hier nochmal das gleiche. Zack. Und dann haben wir das auch schon fertig. Du kriegst noch Strom. Zack. Und dann bauen wir mal hier unten fix die Trasse hoch. Theoretisch könnte hier sogar noch ein dritter sein. Steht der so? Ja, könnte. Aber so weit sind wir noch nicht. So, komm. Eins, zwei, drei, vier. Sein, dass ich jetzt zwei zu tief gebaut habe? Ja. Krieg ich den einzeln weg? Das wäre ganz cool. Also es flackert immer. Hm. Guck mal, was passiert, wenn ich da jetzt noch einen hinsetze. Na. Na. Jetzt habe ich ihn. Zack. Und jetzt. As high as possible. Und ran die Fließbänder. Hier ein. Hier ein. Hier ein. Und hier ein. Und dann müssen wir jetzt mal hier hin. Eins, zwei. Eins, zwei. So. In der Zwischenzeit müssten wir dann auch wieder genug Junk produziert haben, tatsächlich. So, Julio. Um da hinten zu unserem kleinen Fließband hinzukommen. Oder scheiße ich da weiterhin drauf? Ich scheiße da weiterhin drauf. Wie viel Beton habe ich denn noch? 42. Das sollte doch reichen, um hier anzukommen, oder was? Zack. Aber ich habe nicht genug Stahlplatten. Nein! Ich kotze im Strahl. Aber egal. Wir laufen ja gerne von links nach rechts. Und die Produktion hört ja nicht einfach auf, ne? So ist ja nicht. Mist. Förderband zu lang. Okay. Na, wie weit können wir? Da ist Schluss. Gut. Dann holen wir nochmal fix ein paar Eisenplatten. Ich glaube, ich habe sogar noch Metall hier. Ja. Dann können wir die einfach fix bauen. Das ist doch herrlich. Oh, ich habe so viel Metall hier. Kann ich noch fünfmal bauen.
zack, 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 zack. Und ich würde sagen, der nächste Schritt wäre Eisenplatten automatisieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Zack, mach an da. Okay, wird schon wieder zu lang. Ist es gerade, ist eher die Frage für mich. Ungefähr, oder? Ja, wir sagen einfach mal, das kommt hin. Rabemmel. So, und jetzt hier durch die Villa Pampa. Ich sag einfach mal, das war richtig. Zack. Oh, ernsthaft. Ich brauche noch mehr. Ja, jetzt ist wohl der Punkt erreicht, wo ich das tatsächlich auch alles so machen muss. Mit der Automatisierung der Eisenplatten. Sonst wird das hier recht schnell recht nervig. Zack, hat noch genau gereicht. Und dafür brauchen wir zum Glück keine Eisenplatten. Perfekt. Zack. Nehmen wir noch einmal fix Strom rüber. Kabel sollte reichen. Boah, wie lange kann man das denn machen? Das ist ja irre. Oh, ich kann das echt schon anschließen. Nee, doch nicht. Das wäre auch zu geil gewesen. Machen wir da. So. Und. Oh, ich glaube, ich habe das mit dem Strom gerade ein bisschen übertrieben. Hups! Können wir schon Generatoren bauen? Nee. Dann müssen wir wohl jetzt wohl oder übel mal ein bisschen aufrüsten. Aber die Förderbänder laufen. Von daher, ich bin glücklich. Oh ja, hier steht alles. Das nicht gut. Das gar nicht gut. Alles tot. Wenn ich den hier abreiße, reicht's dann wieder? Zack. Nee. Springt immer wieder aus. Okay. Dann gucken wir mal, was brauchen wir denn hier? Weltraumlift. Ich kann noch keine Biomassebrenner. Da sind sie doch, die ich brauche. Attacke die Waldfee. Das ist eine Menge. Auf jeden Fall brauche ich eine Menge Eisen. Damit fangen wir mal an. Auch wenn jetzt erstmal alles steht hier. Ich könnte einfach ein Gerät ausstellen, glaube ich. Wie viele Minen habe ich denn hier laufen? Hier schon eine zweite? Oder habe ich dann nur die eine? Da nehme ich nur eine. Ne, steht jetzt eine. Schade. Nun gut. Da haben wir wohl keine Wahl. Das erledigen wir doch fix. Zack. Zack. Komm her hier. Mach Eisenplatten, Junge. Ui, was ich geholt habe, reicht gerade mal für die Menge an Eisenplatten, die ich sowieso brauche. Das wird ein langes Unterfangen, möchte ich mal behaupten. Dick, 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 dick. Scheiß Spiel, ey. Nur weil es jetzt gerade ein bisschen an Strom mangelt, das ist doch scheiße. Das ist wirklich ein Gerät zu viel, das ist doch... Na, wisst ihr was? Das nervt mich sonst zu arg. Wir machen einfach fix einmal. Zack, das Kabel weg. Und dann läuft wieder alles. Boah, geil, das funzt. Glaube ich zumindest. Da ist grün. Und sauber. Das wäre mir sonst echt hart auf den Sack gegangen. So, die beiden Meiler laufen. Dann können wir jetzt weitermachen.
Achso, Eisenplatten habe ich fertig. Zack, hier. Glaube ich zumindest. 100 und 150. Dann holen wir jetzt nochmal ein bisschen Eisen. Machen Rohre. Kupfer können wir auch gleich holen. Und ich glaube, Beton haben wir fast genug da. Ah, so viel haben wir gar nicht mehr. Zack, Happy Batten. Davon haben wir genug. Mal heute. 100 reichen. Finde ich ja auch cool. Das ist ja nicht nur Deko. Zack, man kann hochklettern. Total toll. Dann hier sinnlos irgendwo gegen springen. Ich finde die Steuerungsmechanik so cool. Einfach, wo man das Momentum aufheben kann und sich in eine andere Richtung bewegen. Total sinnlos, aber geil. Klick, 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 klick. So. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht ratzfatz schaffen hier. Aber 150 kriegen wir nicht zusammen. Scheiße. Naja, gut. Wird ja nachproduziert. Halb so wild. Zack. Jetzt noch fix Kupferbahn. Boah, die dauern ja ewig. Scheiße. Boah, gut. Das war eine scheiß Idee. Ich hätte es doch ein bisschen weiter automatisieren sollen. Aber okay. Man kann ja nun nicht alles haben, ne? So, ich glaube, oben werde ich dann, also im zweiten Stock quasi, die Kupferproduktion ansiedeln. Ne, wir dann alles schön ein bisschen auskleiden. Wir kriegen ja jetzt vernünftig Beton ran. Und dann wird das schicki. Aber sind wir schon zweietagig. Aber erst will ich wofür Strom sorgen müssen. Zack, 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 zack. Na, da wären wohl keine 500 raus. Eher so um die 400. Ärgerlich. Aber gut, sind wir die raus gleich mal wieder los. Ich sehe das positiv. Ey. Mal bei der hier. Ich könnte Unmengen Kabel herstellen und noch viel mehr Schrauben. Super gut. Bringt mir nichts, aber super gut. So. Gucken wir doch mal. Die hauen wir rein, die hauen wir rein, die hauen wir rein. Holen wir noch ein bisschen Metall und noch ein bisschen Kupfer. Das kann auch schon rein. Dann ist der Spuk hier auch gleich vorbei und unsere Zementproduktion kann mal da laufen. Schon wieder ein Stack voll? Nee, aber fast. Könnte sogar reichen. Der F frisst sie aber schnell durch, ey. Achso, hier müssen wir lang. Zack. So, dann ist also dran unsere zweite Eisenreihe und eine Kupferreihe. Platten haben wir fertig. Stangen brauchen wir. Und zwar 23 Stück. Aber das reicht. Ja, komm, machen wir ein paar mehr. Schaden wird es nicht. Vielleicht noch ein paar Eisenplatten. Dass wir gleich wieder genug haben. Und Kupferbahn. Gönn dir. Da brauchen wir noch 68. Na komm. Hätten wir jetzt. Bisschen mehr produzieren wir gleich vor. Dick, 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 dick. Und los geht's. Und wie ich gesehen habe, können wir auch gleich den Weltraumlift bauen. Wie gut ist das denn? So. Gönn dir. Die auch noch. Und feuerfrei. Mal gucken. Neue Ausrüstung, Spieler verbessert, neues Gebäude. Congratulations. Perfekt. Feature, molecular analysis machine, also known as the MAM.
Building, biomass burner. Building, space elevator. Was kannst du? Object scanner. Equipment. Bringst du mir was? Equipment slot. Motivational message. Congratulations, you succeeded in every provided task. Natürlich. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Ist hier was Neues? Ja, hier ist was Neues. Additional Man. Knowledge. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Warte, Moment. Rüstet, um sicherzustellen, wie Fixit vorgesehenen Protokollen vorgehst. Okay. Additionally, the MAM provides the opportunity to send samples of xenobiology and other materials I deem relevant to R&D in exchange for appropriate rewards. Oder sie muss mir erst noch mehr erzählen. So. Future developments should be aimed at constructing the space elevator and thus initiating project assembly. Ja klar, mach ich. Good luck. Weltraumlift, ich meine, wie cool ist das? So, jetzt wäre mein Vorschlag. Also zum einen erstmal hier die... Machen wir Eisplatten? Ja, wir machen Eisplatten. Was soll das? Nein, ich brauche erstmal einen Biomassebrenner. Und dafür bräuchte ich eigentlich erstmal Platz. Und einen festen Bauplatz für meinen Hub. Wo will ich den denn stehen haben? Ich glaube, hier so finde ich gut. So an den Bäumen dran, das letzte bisschen grün. Ja, das machen wir so. Das wird jetzt hier erste Amtshandlung. Erstmal dafür sorgen, dass hier vernünftig alles steht. Dafür reißen wir zuerst mal dich ab. Und wie macht man das? Stellen wir den auf die Höhe? Oder lassen wir ihn ab, dass er hier ebenerdig steht? Ich glaube, wir machen hier ebenerdig. Ja, das machen wir. Zack. Zack. Eins, zwei. Das muss auch nicht mehr sein als nötig. Da können wir aber schon mal die großen drunter setzen jetzt erstmal. So. Und da setzen wir dann dran die hier. Wohl. Nö, das passt super. Das wäre der Shit. Zack. Zack. Ja, Sahne. Holen wir uns gleich noch ein paar Säge mit Zement. Und dann geht das weiter. Oh. Das dauert doch länger als erwartet. Dann bauen wir den nämlich um. Stellen ihn woanders hin. Und setzen da schön sauber die Generatoren dran. Ich glaube, das wird gut. Zack. 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 Wie sieht das aus? Das sieht dumm aus. So. Ach, jetzt sag mir nicht, ich komme. Oh, komm schon. Soll wohl hier hochkommen oder was? Affe. So, da noch einmal. Da kann ich nicht. Macht aber nichts. Du kommst eh weg. Und du kommst auch weg und du kannst eigentlich auch schon weg. Zack. Komplett eingestampft. Alles steht. Ruhe im Schiff. So, da ein ran. Da ein ran. So. Dann bauen wir den, glaube ich, hier so hin. Wir gucken mal. Weltraumlift. Alter. Okay, da müssen wir echt erst automatisieren. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich glaube, da stehen die Generatoren. Dann bauen wir die Generatoren nach da raus.
The MAM has completed its analysis. Echt? Obwohl er abgebaut ist? Das ist ja ein Ding. So, wir gucken mal. Stimmt das so? Ja, das passt doch. Das ist doch coolio. Dann sorgen wir erstmal wieder grundlegend für Strom. Biomasse rin. Und Biomasse rin. Da einer hin. Jetzt fehlt mir echt diese blöde Platte hier. Sogar noch ein bisschen mehr. Scheiße. Oh, ich höre kleine Mädchen weinen. Ich glaube, das wird eine Pause. Ich bin gleich wieder da. Jo, und da sind wir wieder. Ich würde jetzt sagen, Kind schläft, aber das ist Quatsch. Es ist einfach morgen. Und ja, ich habe gerade noch ein bisschen Ruhe. Und deswegen spielen wir noch ein paar Minütchen. Hier ist auch gerade Ruhe, wie ich sehe. Wir haben logischerweise aktuell keine Produktion mehr. Wird auch wenig Sinn machen. Wie dem auch sei, wir waren gerade dabei, unser kleines Headquarter hier zu verlegen. Und machen damit auch direkt weiter. Wir haben hier jetzt noch ein bisschen glücklichen Beton. Und ja, quasi viel zu wenig Platz. Aber das ist gar nicht so weit der Wild. Zack. Quatsch, hier muss ich hin. Wir bauen jetzt einfach unseren Hub neu und dann geht's gleich weiter. So, die Generatoren will ich, glaube ich, in die Richtung haben. Und dann kicken wir mal. Ne, dann bauen wir den nämlich so. Das sieht man auch echt beschissen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hingerückelt. So, so. Zack. Genau. Entsteht unser Hub hier. Wir haben hier die Kante. Wir brauchen keinen zweiten, logischerweise. Und hier kommen nachher einfach stumpf unsere Generatoren ran. Wir nehmen den Kram hier nochmal weg. Und dann haben wir noch Luft? Ja, wir haben noch Luft. Und dann, wie setzen wir die am besten? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. Wir könnten so machen, wir könnten so machen. Wir könnten so machen. Und dann nehmen wir hier nochmal ein bisschen was weg. Damit wir den Beton wieder reinkriegen. Zack. Zack. Und dann setzen wir hier einfach Generatoren lang. Und dann passt das schon. Hier können wir die Stromleitung ranlegen. Und dann wird das auch was. Jo. So ein Biomassebrenner einmal fix hier hinklatschen. Der wunderbar auf eine Platte passt. Das ist ja irre. So. Oder? Nee, überlappt leicht, ne? Also entweder gucke ich schief oder ich bin einfach ein bisschen dumm. Beides kann gut sein. Würde ich nicht ausschließen. So, und dann bauen wir nämlich... Wie machen wir das? Ja, wir bauen den hier hin. Hier ein und dann wieder hier ein. Oder mittig? Ne, wir machen das mittig. Zack. Und dann eine Platte, zwei Platten, drei Platten. Hier den nächsten. Und dann hätten wir eine Platte, zwei Platte. Naja, das ist ja mal reichlich doof. Aber das geht trotzdem. Dann bauen wir das hier hin. So. Wir kabeln den ganzen Scheiß noch fix. Dann sollte der Scheiß auch wieder laufen. So. Einmal von da nach da. Von da nach da. Von da nach da. Gegen die Kamera gestoßen. Nicht so schlimm. Von da nach da. Woo! Und von hier nach hier. Einmal querfeld ein. Und darüber. Putz. Das sieht soweit ganz gut aus. Dann füllen wir unsere Generatoren auf. Nummer 1. Nummer 2.
Und Nummer 3. Verbrauch nur 13 Megawatt. Warum ist denn das ausgefallen? Hängt hier alles dran? Das läuft alles. Das Ding läuft. Wie sieht es hier unten aus? Ah, hier mal weggenommen, ne? Können wir hier noch einen ranmachen? Ich denke schon. Ja, einer ist noch frei. Ach komm. Doch, passt. Und jetzt sollten die beiden auch wieder laufen. Jo. Sauber. Alles rennt. So, haben wir noch genug, um hier eine Platte hinzusetzen? Och, ist ja... Als wäre es gewollt, ey. So. Wie viel Abnahme haben wir denn jetzt? Was war denn vorher das Problem? Warum ist denn das ausgefallen? Kapazität von 60. Kann ich mir nur so erklären, dass einer eventuell leer war. Hätten wir uns vielleicht den ganzen Aufriss sparen können. Scheißegal. Haben wir erstmal wieder Kapazitäten frei. Das ist doch was Feines. So. Wo waren wir denn jetzt bei? Genau, wir wollten hier einen Konstruktor hintersetzen, damit wir endlich unsere Eisenplatten kriegen. Und zwar regelmäßig. Und ich glaube, hier werde ich nachher das erste Gebäude drüber ziehen. Damit das hier mal ein bisschen Struktur kriegt. Machen wir das so? Ich glaube, das machen wir so. So, warum kommt hier nichts an? Weil die Förderbänder erst wieder vom Arsch der Heide kommen müssen. Das ist schon da und das andere ist unterwegs. Läuft wie ein Länderspiel. So, Produktion. Konstruktor. Können wir nicht bauen, weil wir keine versteckten Eisenplatten haben. Das ist ganz schön doof. Dann machen wir uns halt welche. Lauf! Also gefühlt steht das Ding jetzt natürlich noch weiter hinten. Und macht mir noch mehr Laufwege, ich jetzt vielleicht nach vorne ziehen sollen. Egal, wir stellen uns da irgendwann mal eine... Wir können uns eigentlich jetzt gleich eine Werkstatt dahin stellen. Werkbank. Kann ich mir die leisten? Kann ich mir sogar leisten. Da müssen wir nicht jedes Mal zurückrennen, das wäre auch affig. Bei Gelegenheit werden wir hier mal Eisen zu betonieren. Das geht also nicht weiter. So, wir bauen die provisorisch erstmal hier genau in die Mitte. Zack. Die kommt da irgendwann wieder weg, aber erstmal sitzt sie da doch ganz gut. So, machen wir uns erstmal ein paar Eisenplatten. Rödel, rödel, rödel. Ich glaube, wir haben nicht genug Schrauben, deswegen wir immer noch keine verstärkten Eisenplatten machen können. Ein paar Eisenstangen dazu. Und... 2 und 3. Perfekt. Und damit haben wir unseren Konstruktor zusammen. Zack. So, frei, belegt. Ja, kommt hier hin, das Teil, glaube ich. Ja, ich glaube, das gefällt mir. Jetzt kommt wieder die Ausrichtung. Machen wir so. Förderband legt gleich weiter. Und du machst bitte Eisenplatten. Aber ohne Strom wird das nichts. Zack, zack. Und dann geht das. Brauchen wir natürlich ein Lager hinten dran, das wir gerade nicht machen können. Hast du schon? Du produzierst noch nicht? Okay. Ein bisschen Beton haben wir. Warum produzierst du noch nicht? Ist das so lange von da hinten? Kann nicht sein. Guck mal, da fehlt noch ein Kabel. Ja, fick die Henne. Gut, dass wir geguckt haben, muss ich sagen. Ich habe natürlich keine Kabel mehr. Scheiße. Wie viel brauchen wir da? Wir brauchen... Wir haben doch noch Kabel. Naja. So, läuft die Hütte? Ich kann es nicht sehen. Ja. Das sieht grün aus. Feini. So. Dann läuft das auch wieder. Sehr schön, sehr schön. Das war ein dummer Sprung. Zack. Ach komm. Echt jetzt? Lässt mich hier nicht rüber?
komm schon. Ist doch nicht wahr. Der ist schon fleißig bei. Wird Zeit. Oh, hier kommt jetzt eigentlich unser Fundament nach oben. Ah, machen wir fix. Fundamente. Zack. Dann setzen wir nämlich da oben gleich. Eins. Reicht da ein kleines? Nee. Das sieht mir dann noch zu doof aus. So. So, und dann kommt hier unser Container rauf. Zack. Erstmal natürlich Masten. Einen da. Und einen hier. Zack. Nicht so rum. Hallo. Geht doch. Und dahin und hier den Container. Wenn wir uns den denn leisten können. Ne, brauchen wir erst noch ein paar Eisenstangen für. Die holen wir uns einmal flugs. Können wir zum Glück noch genug von herstellen. Und die werden auch als nächstes automatisiert. Das geht ja so nicht weiter. Na komm. Hier liegen sie schon auf dem Fließband. Und zack, einmal gedreht. Das passt und weiter geht's. Mach voll die Hütte. So, feini. Dann haben wir schon mal den Scheiß fertig. Ist nichts drin. Wie viel hast du? 28, immerhin. Sag mal, wie lange braucht denn der Scheiß? Meine Güte. Immer noch nicht da. Ah, da kommt's. Langsam, aber sicher. Ich hoffe, ich kann die Dinger nachher upgraden. Ich glaube, es gibt noch schnellere Förderbänder. Das wäre natürlich Bombe. So, dann bauen wir das mal einmal aus hier. Zumindest so weit wie möglich. Viel ist da noch nicht drin. Also gar nichts ist da eigentlich drin. Es fehlt wieder an Fundamenten. Das nervt ein bisschen. Ja, ich komme jetzt hier alles ins Stocken. Aber ich würde sagen, während das hier fleißig vor sich hin produziert, sind wir hier, keine mehr im Lager. Das ging aber flott. Der hat eher schnell rausgehauen, denn. Gehen wir einfach mal ein bisschen auf Erkundungstour, was haltet ihr davon? Also, nicht, dass ihr mir antworten könntet, aber theoretisch. Wie ist eigentlich das Bild hier? Das ist doch scheiße. So, ja, so kann ich damit leben. So kann ich damit leben. Ach kommt, wir machen einen kleinen Ausflug. Habe ich Platz im Inventar? Kaum. Kaum bis gar nicht. Kann ich hier schon so eine Truhen bauen? Was ist das? Förderband, Fördermast? Wieso wird das als neu deklariert? Das ist doch affig. Weltraumlift? Nö, ich kann auch keine Truhen machen. Das ist ja kacke. Dann wirst du hier einfach erstmal missbraucht. Zack, zack, zack. Ich glaube, ein bisschen Beton für Plattform hätte ich ganz gerne dabei. Wie viel haben wir hier? Ja, das muss reichen. Hilft alles nichts. So, ja, nebenbei können wir ordentlich Biokraftstoff hier mitnehmen. Dann kicken wir einfach mal. Der Berg da hinten, wäre verfügbar. Der ist ja geil. Oder da zu den Bäumen? Zu den Wasserfällen. Ja, da will ich hin, glaube ich. Ich will zu Wasserfällen. Die gefallen mir. Oh, und ich sollte... Gut, meinen Server habe ich dabei. Aber... Warum habe ich den hier in der Hand? So. Nur falls wir etwaige Kumpane kommen, mit denen ich nichts zu tun haben will. Schweinepriester. Ja, ich höre euch doch schon. Wer macht hier so einen Lärm? Oh, das war ja einfach. Hallo Schnecke. Grüne Elektroschnecke. Zack, meins. Oh, was ist das denn? Das sieht aus wie dieses Ding, was da bei uns gelandet ist. Nur ein kaputt. Aber wir sind ja auch die Dritten, ne?
Ganz interessant. Was ist das? Motor? Okay. Was auch immer ich damit machen kann. Verstärkte Eisenplatten nehme ich mit Freuden. Abwurfkapsel. Reparatur erforderlich. Benötigt 40 Watt Batterie. Also, benötigt 40 Watt. Was brauche ich denn für so ein Biokraftstoff-Ding? Biobrenner? Eisenplatten? Ist ja eigentlich nichts Dickes. Das hat man ja eigentlich schnell zusammen, ne? Alter, 306 Draht, ist ja irre. Was kriege ich dann? Hat man das gesehen? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ne, das ist mein Inventar. Reparatur benötigt, Batteriedefekt benötigt. Einfach nur 40 Megawatt. Und wir fixen Generator neben Spaxen. Ich meine, das ist nicht weit weg. Das machen wir jetzt fix. Ich denke, dafür haben wir alles da. Und dann holen wir uns auch gleich schöne Sachen. Läuft doch. Zack, zack. Den Biobrennstoff haben wir dann auch gleich. So, also wir brauchen 10 Eisenplatten, 10 Eisenstangen. Die 10 Eisenplatten sollten wir hier haben. Und Eisenstangen machen wir doch fix. Hä? Oder auch nicht. Und da noch Roheisen drin. Ja, ein bisschen. Haben wir da noch Eisenstangen drin? Das ist ja viel einfacher. Ja, 29. Und dann können wir uns den auch schon leisten. Ich könnte auch fix einfach ein bisschen Dings rüberlegen. Ach scheiße, Brennstoff. Oder welchen im Inventar? Biokraftstoff? Nein. Dann machen wir fix welchen. Hau ab hier. Scheiß Grünzeug. Ja, nichts zu suchen. Holz. Ja, die Schnecke kann gleich hier bleiben. Die Motoren können hier bleiben. Die versteckten Eisenplatten eigentlich auch gleich. Dann holen wir uns fix ein bisschen Treibstoff. Brrrt. Mach mal fertig. Das Ding muss ja nur kurz laufen. So. Ja, machen wir den Scheiß kurz auf und dann reißen wir den Piss wieder ab. Cool, das erste Mal, dass ich was gefunden habe. Ich war in meinen Probespielen tatsächlich noch gar nicht groß unterwegs. Es lohnt sich also zumindest ein bisschen hier in der Weltgeschichte rumzurennen. Also abgesehen mal von Schnecken und sowas. Oh, Heilung. Markus ist leicht ablenkbar. Oh, was ist denn das? Da renne ich rüber. Wie so ein abgefucktes Eichhörnchen. So. Zack. Zack. Wie? Benötigt. Ich habe kein Kabel da. Ach, leck mich doch. Nee, nicht der Hub. Werkbank. Zack. Kann ich ein Kabel machen? Ja, mehr als genug. So, und jetzt. Ah! Scheiß Belegung hier. Ernsthaft? Du Scheißspiel, ey. So, und jetzt? Achso, ja, Generator anmachen soll auch helfen. Rinn damit. Ach, der bringt nur 20 Megawatt. Scheiße. Brauche ja noch einen. Ich hätte mal genau gucken sollen. Zack. Jetzt sollte es aber gehen. Und anmachen, Markus. Sei kein Idiot. Wie kriege ich die jetzt nicht mehr hier raus? Doch. Achso, hat geklappt. Gut. So, den hier rein. Und den hier rein. Der läuft. Der läuft. Sauber. Und jetzt bitte. Einsatzbereit. Na,
Was ist das denn? Eine Festplatte. Festplatte mit Fixit-Daten. Analysiere in der MAM, um Inhalt wiederherzustellen. Das machen wir doch glatt. Cool. Zack, weg den Scheiß, weg den Scheiß. Weg den Scheiß und dann können wir wieder los. Ja, war schön bei euch. Oh, noch mehr Motoren. Habt ihr sonst noch irgendwas rum? Noch mehr verstärkte Eisenplatten. Da jetzt. Schön Vorrat. Das gefällt mir. So, wo wollten wir hin? Da hinten wollten wir hin. Oder? Ja, zum Wasserfall. Und wir nehmen Kraftstoff mit. Gib mir Kraftstoff. Wow. Oh, hat geklappt. Gut. Ich meine, ist schon schick gezimmert, ne? Muss man ja echt sagen. Klar, so ein paar Sachen wiederholen sich, aber finde ich jetzt gar nicht so schlimm, ehrlicherweise. Das ist ein bisschen was zum Heilen. Denn so wie ich das sehe, gibt es da vorne aufs Maul. Oh, da ist wieder so eine Sphäre. Die nehmen wir doch mal mit. Na, kriegen wir die? Ja. Oh, der ist größer. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, shit. Wie assi. Das ist die schöne Festplatte und so weg. Da, ich hoffe, da liegt so ein Kästchen. Da müssen wir gleich mal hin. Und ich glaube, ich kann nicht mal was bauen, um mich zu verteidigen jetzt. Sag mal her. Also hier geht es grundsätzlich nicht. Wo ist denn dieses andere Werkstattteil? Ist das mit abgerissen? Natürlich. Scheiße. Okay, dann machen wir das jetzt auf gut Glück. Ach, da wird es angezeigt. Kiste ist da. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier unten lang. Mist, ey. Jo. Hier müssen wir wohl runter. Zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Boah, wir haben auch echt nur drei Leben. Ist ja übel. Heil dich mal. Einem anderen müssen wir da wohl ausweichen. So, ja, da oben sind wir runtergeknallt. Also, steht mir nicht falsch, ne? Aber ich versuche das eh gleich wieder. Also von daher. Noch eine Schnecke. Seht ihr, eine Schnecke haben wir auch verloren. Die gibt es ja wie Sand am Meer, ey. Komm her, mein Elektroschneckchen. Das heißt jetzt nicht, das liegt da oben. Krieg ich eine Meise. Na? Wo ist sie denn? Irgendwo hier. Sollte sie sein zumindest. Da ganz runter geknallt. Da. Ist hier irgendwas Lebensformtechnisches? Nö. Wo denn? Easy peasy. Her damit. Sehr schön. Dann brauche ich erstmal gleich meinen Zapper. Da ist er. Oh, ich habe hier gerade gesehen. Buddy, anscheinend können wir hier noch irgendwas am Körper anlegen. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. So, da gibt's Heilung, aber eigentlich will ich da wieder hoch und rüber. An diesem Drecksvieh vorbei. Wir sind echt den ganzen Weg außen rum. Lass mir wurscht, den lege ich jetzt. Dreckiger Sack, ey. Wo ich noch gar nicht geachtet habe, ist, ob diese ganzen Nüsse und Beeren irgendwann wieder respawnen. Oder ob das so Einwegressourcen sind. Da sind noch mehr. Bisschen was zum Heilen hätte ich gerne dabei. Ich will immer mit Q das Inventar öffnen. Ich weiß nicht warum. Schon wieder. Manchmal bin ich dumm, 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 dumm. So, da geht's nicht hoch. Aber da.
Ach ja, hier sieht man gleich unsere Förderbände. Da freue ich mich gleich. Geht's mir gleich besser. Ich glaube, ich werde auf lange Sicht hier nochmal so eine Treppe rauf und runter bauen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Der Hub. Schön, dass er mir angezeigt wird. Zack, zack. Dass das ganze Grünzeug hier noch drin steht, ne? Das nervt mich ja fast gar nicht. Aber da brauchen wir erst noch ein bisschen anderes. Warum ist hier Ruhe? Was ist mir hier los? Was hast du? Achso, du weißt nicht, was du herstellen sollst. Beton, du Idiot. Scheiße, ey. Ganze Zeit umsonst. Zeit verbracht, nehmen wir es mal so. Zack. Holz. Holz finde ich gut. So, jetzt machen wir den Lackaffen kaputt. Dreckiger Penner, ey. Ich meine, also im Gegensatz zu Dings, was ich vorher gespielt habe, Fallen Order, ist das Spiel hier ja nur halb so frustrierend, ne? Es ist ja schon mal was wert. Ist hier noch eine Schnecke? Ne. Aber noch Holz. Oh, eine Menge Heilung sehe ich gerade. So. Der ist abgeerntet, aber hier ist noch eine. Hier ist auch noch eine. Und hier ist noch eine. So, du Fucker. Komm her, ich mach den nackig. Wo ist er? Am Arsch der Heide. Dann wird das mal ein bisschen... Boah, der ist echt groß. Alles, komm her. Oha. Wie soll ich den denn ausweichen? Na, komm her. Schon wieder tot. Leck mich! Ficker, ey. Bin ich jetzt gelandet? Ah, falsche Richtung. Ups. Jetzt liegt mein Kram wahrscheinlich relativ weit vorne. Und ich laufe hier ganz dämlich im Kreis. Okay, also bei den größeren brauche ich irgendwas anderes. Da komme ich mit diesem Zapper irgendwie nicht hin. Und ich höre, ob meine Tochter ist angekommen. Das heißt, die Folge ist auch gleich vorbei. Und ich werde gerufen, recht eindeutig. Ne, dann würde ich mal sagen, hole ich mal fix die Klamotten. Hallo Püppi! Nase, ey. Brüllt durchs ganze Haus. Ganz ihr Vater. Und der Hund dreht auch schon wieder frei. Oh, das ist aber Ficke hoch. Ups, das war knapp. So, habe ich noch irgendwas zum Heilen? Ich glaube, das wäre ganz gut. Aber ich glaube, ich könnte den einen oder anderen Schlag abkriegen jetzt. Schon wieder so. Okay, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Auf jeden Fall sind die Eingebären gefühlt wieder da. Da ist die Kiste. Zack. Fix Eis einsammeln. Und ein bisschen auf den Rückzug machen. Tü, 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 tü. Tü, tü, tü. Tü, tü. So. Boah, das ist ja auch geil. Schick. Aber wisst ihr was? Das nehmen wir als Abschlussbild. Das finde ich richtig gut. Ja, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Verpasst keine Folge. Ich finde, Satisfactory lohnt sich. Das ist ein sehr belohnendes Spiel. Ich glaube, deswegen komme ich hier auch so schlecht von weg gerade. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Satisfactory. Also, bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertholdsen.